In diesem Screencast zeigen wir euch eine einfache und effektive Programmierung direkt im Antriebssystem. Jede Maschine ist einzigartig und individuell in ihren Aufgaben und Anforderungen. Die Intelligenz von Maschinen steckt üblicherweise in ihrer programmierbaren Steuerung. In modernen Maschinen werden Bewegungsführungen dabei oftmals durch elektrische Antriebssysteme aus Umrichter und Motor realisiert, die den Befehlen ihrer Steuerung folgen. So individuell jede Maschine ist, so unterschiedlich und flexibel kann aber auch das Konzept der Maschinenprogrammierung sein. In manchen Fällen ist es tatsächlich sinnvoll, Technologien, Regelungsprozesse oder Logiken maschinennah direkt im Antrieb zu realisieren. Stellt euch beispielsweise einen Mehrachsverband vor, der das aufzubringende Drehmoment auf verschiedene Achsen verteilen muss, weil diese auf eine gemeinsame Mechanik einwirken. Wer könnte diese technologische Regelung besser übernehmen als der Antrieb selbst? Ihr seht also, dass zusätzlich zur Steuerung auch das Antriebssystem eine gewisse Flexibilität und Rechenleistung bieten muss. Um diese möglichst intuitiv und effizient nutzen zu können, wurde die grafische Programmierumgebung Drive Control Chart, kurz DCC, entwickelt und ins bewährte TIA-Portal integriert. Ihr könnt die Antriebsgeräte Synamics S120, S150, G130, G150 und MV damit nun nicht nur in Betrieb nehmen, sondern deren Funktionen auch ganz individuell erweitern. Wir wollen euch in diesem Video einen Einblick in die Projektierungsumgebung geben und ein Beispiel für eine einfache Logik erstellen. Lasst uns loslegen! Wir finden in unserem TIA-Portal-Projekt ein Synamics S120 Antriebsgerät mit mehreren Achsen. Auf der ersten Achse werden wir die DCC-Logik erstellen. Die Grafik zeigt die Aufgabenstellung. Wir wollen die Achse über einen Taster einschalten, über einen weiteren Taster ausschalten und anstehende Fehler quittieren, sowie über einen Taster zwischen zwei variablen Drehzahlstufen umschalten können. Wir navigieren zunächst zur Achse 1 im Projektnavigator und finden hier den Planordner, in dem mehrere DCC-Pläne angelegt werden können. Jedes Antriebsobjekt kann mehrere Pläne beinhalten. Der neue Plan wird nach dem Hinzufügen automatisch geöffnet. Die Pläne sind in verschiedene Planseiten untergliedert. Wir sehen hier die erste Planseite. Die Bausteine für die Projektierung finden wir im Bausteinkatalog auf der rechten Seite. Die Blöcke sind hier nach ihrer Funktion in verschiedene Gruppen wie Arithmetik, Logik, Technologie und weitere gegliedert. Da wir den Antrieb mit nur einem Tastendruck einschalten wollen, benötigen wir einen Setzen-Rücksetzen-Flipflop. Dieses finden wir im Eintrag Logik und ziehen es per Drag-and-Drop an den gewünschten Platz im Plan. Jeder Baustein besitzt Ein- und Ausgänge, durch die mehrere Bausteine miteinander verschaltet werden können. Zusätzlich lassen sich die Ein- und Ausgänge als Parameter veröffentlichen und so auch zu Parametern, den sogenannten BICOs, des Grundsystems verschalten. Durch Anwahl des Setzeingangs und Öffnen des Eigenschaftenfensters können wir den Eingang nun bearbeiten. Wir veröffentlichen den Eingang als BICO-Parameter, um ihn später mit dem Digital-Eingangssignal des Grundsystems verschalten zu können. Außerdem können wir hier die Parameternummer und den Parametertext individuell anpassen. Alle im Plan veröffentlichten Parameter werden automatisch in die Parameterliste der Achse übertragen und sind auch dort im Nachgang einstellbar. Nachdem der Eingang nun als BICO-Parameter veröffentlicht ist, können wir hier die Signalquelle des Digitaleingangs verschalten. Die Digitaleingänge sind auf der Control Unit in Parameter R722 abgebildet. Im nächsten Schritt wollen wir das Ausgangssignal des Flipflops auf den Einschaltbefehl der Achse verschalten. Auch hier wird der Ausgang des BICOs veröffentlicht und mit einem passenden Namen versehen. Wir können den Ausgang nun mit dem Einschaltbefehl der Achse, also Parameter 840, verschalten. Bis hierhin haben wir die Einschaltfunktion über Taster 1 realisiert. In den folgenden Schritten werden wir die Logik um den Taster 2 für das Ausschalten der Achse und das Quittieren von anstehenden Fehlern erweitern. Da wir Taster 2 für verschiedene Funktionen benutzen möchten, ist es an dieser Stelle sinnvoll, einen sogenannten NOP-Baustein einzufügen. Dieser liest das Signal des Tasters ein und stellt es ausgangsseitig im Plan für beliebig viele Verschaltungen zur Verfügung. Hier wird der Eingang direkt mit dem Digitaleingang der Control Unit verschaltet, ohne dass der Eingang vorher explizit als BICO-Parameter veröffentlicht wurde. Dieser direkte Weg führt die Veröffentlichung des Eingangs implizit durch. Je nach Belieben kann die Nummer und der Name des Parameters im Nachgang noch angepasst werden.
Für die Quittierfunktion des Tasters verschalten wir den Ausgang des Knob-Bausteins auf den Parameter des Grundsystems, der das Quittieren ausführt. Auch hier wurde der Ausgang implizit als Parameter veröffentlicht und kann angepasst werden. Für die zweite Funktion des Tasters muss der Ausgang des Knob-Bausteins mit dem Rücksetzeingang des Flipflops verschaltet werden. Dies geschieht intuitiv per Drag-and-Drop-Verknüpfung. Die Achse kann nun per Tastendruck auch ausgeschaltet werden, da die Aus-1-Freigabe zurückgesetzt wird. Bis hierhin haben wir nun das Ein- und Ausschalten sowie das Quittieren über zwei Taster realisiert. Im letzten Schritt wollen wir noch die Umschaltlogik für zwei variable Drehzahlstufen implementieren. Die integrierte Online-Hilfe erklärt die Funktionsweise aller verfügbaren Bausteine im Detail. Für die Umschaltung zwischen zwei Werten steht hier der numerische Umschalter zur Verfügung. An dieser Stelle werden die Eingänge nicht als BICOS, sondern als Einstellparameter veröffentlicht. Wir wollen die Eingänge nicht mit anderen Parametern verschalten, sondern hier die Werte für die verschiedenen Drehzahlen vorgeben. Zusätzlich lassen sich Minimum- und Maximumwerte für solche Einstellparameter vorgeben, die nicht unter- bzw. überschritten werden können. Wir wählen minus 6000 und plus 6000 als Drehzahlbegrenzung. Die Standardwerte für die Drehzahlen legen wir auf 500 und 1500 fest. Die Werte können später natürlich auch im Betrieb über die Parameterliste der Achse geändert werden. Für die Umschaltung zwischen den beiden Werten steht der dritte Eingang zur Verfügung. Diesen veröffentlichen wir wieder als BICO-Parameter und verschalten ihn mit dem dritten Digitaleingang der Control Unit. Als letzter Schritt fehlt nur noch die Übergabe unserer Drehzahl-Sollwerte an den Drehzahlregler des Grundsystems. Hierfür ist es noch wichtig zu erwähnen, dass alle Sollwertsignale im Cynamics als prozentual bezogene Werte übergeben werden. Zur Umrechnung unserer absoluten Drehzahlwerte in den entsprechenden bezogenen Wert lesen wir den Bezugswert ein, teilen den absoluten Wert durch diesen Bezugswert und erhalten den passenden prozentualen Sollwert. Wir fügen also aus dem Arithmetikordner einen Dividierbaustein ein und verschalten den Ausgang des numerischen Umschalters auf den Eingang für den Dividenden. Der Bezugswert für die Drehzahl steht als Parameter des Grundsystems zur Verfügung. Wir veröffentlichen also den Divisoreingang des Bausteins als BICO-Parameter und verschalten den entsprechenden Bezugswert aus Parameter 2700. Der Ausgang wird ebenfalls als BICO-Parameter veröffentlicht, um ihn mit dem Signal für den Drehzahl-Sollwert im Grundsystem verschalten zu können. Den berechneten bezogenen Drehzahl-Sollwert verschalten wir auf Parameter 1070. Der Plan ist nun fertiggestellt und alle gewünschten Funktionen sind implementiert. Würden wir die Projektierung nun ins Antriebsgerät laden, könnten wir die Signale, wie im TIA-Portal üblich, mit dem Trace aufzeichnen oder sie mit der Beobachtungsfunktion direkt im Plan verfolgen. Damit wir den erstellten Plan später auch für andere Projekte verwenden können, exportieren wir ihn und speichern das Exportfile. Durch Importieren des Plans kann dieser jederzeit wieder verwendet werden. Für eine weitere Achse des Geräts wollen wir nun einen DCC-Plan importieren, der im Siemens Industry Online Support Portal als Applikationsbeispiel zur Verfügung gestellt wird. Als Beispiel verwenden wir hier die DCC-Applikation für einen Achswickler, welche man kostenfrei und inklusive Dokumentation online herunterladen kann. Hier sieht man, dass durch den Import auch ein kompletter Container mit mehreren Plänen importiert werden kann. Die Pläne wurden hier in ihre verschiedenen Funktionen strukturiert. Man kann an diesem Anwendungsbeispiel gut erkennen, dass durch die Vielzahl an verfügbaren Bausteinen auch sehr komplexe Technologien mit Cynamics DCC realisiert werden können.
Ihr als Anwender müsst die Funktion also nicht immer selbst erstellen. Die Antriebsaufgabe wird durch den Einsatz fertiger Lösungen lediglich maschinenspezifisch parametriert. Wie man sieht, sind alle notwendigen Parameter veröffentlicht und in der Parameterliste einstellbar. Im Siemens Industry Online Support Portal steht euch eine Vielzahl solcher Anwendungen bereits fertig projektiert zur Verfügung. Unter anderem lassen sich Antriebsfunktionen wie Lastausgleich, Zugregelung, Querschneider, Gleichlauf, Blindleistungskompensation und viele mehr finden. Siemens. Ingenuity for life.